Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Quadriga, einem neuen Let's Play, Let's Show, Let's Test, wie auch immer man das nennen möchte. Ich werde euch ein, zwei, drei Episoden von diesem Spiel zeigen, denn die ganze Welt sitzt ja jetzt mittlerweile vor dem Fernseher und guckt Tag ein, Tag aus, von morgens bis spät in die Nacht die Fußball-Weltmeisterschaft. Aber was haben die Menschen damals gemacht? Im alten Rom, im antiken Griechenland? Ja, die haben Wagenrennen geguckt und genau darum dreht es sich bei diesem Spiel. Es ist ein, rundenbasiertes Rennspiel, in dem man halt einen Zirkus übernimmt oder einen Rennstall in Anführungsstrichen und diesen dann zu Ruhm führen muss, indem man über die verschiedensten Rennstrecken dieser Welt fahren muss, um am Ende der reichste, beste, schönste und tollste zu werden. An der Stelle möchte ich mich gerne bei Slytherin bedanken, dem Publisher des Spiels, die mir diesen Steam Key für umsonst zur Verfügung gestellt haben. Danke dafür. Ich würde sagen, wir machen mal ein Single-Rennen, schauen uns erstmal an, worum es überhaupt geht in dem Spiel, bevor wir in die Kampagne einsteigen. Hier hat man verschiedenste Zirkusparteien zur Auswahl, so hießen die damals. Die waren auch damals nach Farben aufgeteilt. Ich spiele mal gerne hier mit diesen gelben. Das sind die Händler, denn die haben Geld für teure Pferde und können sie auch bessere Wagen an sich kaufen. Nehmen wir die einfach mal. Gelb-Schwarz ist ja auf meinem Kanal sowieso immer beliebt. Jetzt haben wir hier im Single-Rennen den Vorteil, wir können, hier oben sehen wir es, Römisch 3, drei Punkte verteilen, entweder auf den Fahrer, der aufgeteilt ist in Skill, was ihn besser macht beim Fahren, in den Kurven und so weiter, oder in Constitution. Da kann er dann häufiger von der gegnerischen Wippe getroffen werden. Jetzt fehlt mir noch glatt das Wort. Ja, denn so war es ja damals bei den Wagenrennen. Da sind die nicht einfach nur so nebeneinander hergeritten. Nein, auch mit der Peitsche, jetzt ist mir das Wort wieder eingefallen. Auch mit der Peitsche haben sich gegenseitig geschlagen. Auf die Pferde, auf die Fahrer und so weiter. Man muss sich das vorstellen, heute bei der Formel 1, da fahren zwei Formel 1 Autos nebeneinander und der eine zieht auf einmal eine Knarre. So in etwa war das damals. Ja, das waren halt harte Regeln. Wir können unseren Wagen verbessern, indem wir die Qualität verbessern. Dadurch werden die Wagen schwerer, aber auch besser in der, in der Spur, so dass sie dann schneller beschleunigen können. Das gleiche gilt natürlich auch hier für dieses kleine Hammer-Symbol. Bessere Materialien bedeuten, dass der Wagen nicht so schnell zu Bruch geht. Unsere Pferde können wir natürlich auch verbessern, indem wir entweder uns für Speed entscheiden oder ebenfalls für Endurance. Umso länger können die dann halt laufen. Hier unten haben wir die verschiedensten Strecken zur Auswahl. Ich glaube, wir bleiben mal in Cyrene. Das dürfte... Könnte das Zypern sein? Ich weiß es nicht so genau. Ihr Lateiner da draußen könnt mich gerne berichtigen, wo Cyrene liegt. Vielleicht sehen wir es auch nachher auf der Kampagnenkarte. Mal gucken. Wir bleiben bei der normalen Schwierigkeit und ich verteile noch ganz kurz unsere Bonuspunkte. Einmal hier auf Geschwindigkeit des Pferdes, Beschleunigung würde ich sagen und einmal Skill für den Fahrer. Und dann steigen wir ins Rennen ein und dann schauen wir uns endlich, wie es losgeht. Wie gesagt, das Spiel ist rundenbasiert und in jeder Orderphase, hier haben wir es stehen, geben wir einen Befehl. Unser Wagen ist hier unten. Das sind unsere Gegner. Und jetzt als allererstes am Start können wir nur zwei Befehle geben. Shake Reins, also die Zügel. Schlackern, sage ich einfach mal. Schütteln, damit die Pferde Gas geben. Oder halt mit der Peitsche draufhauen. Wir werden jetzt natürlich mit der Peitsche draufhauen, damit die Pferde Gas geben. Ich zoome mal kurz raus. Das hier ist das Stadion, in dem wir fahren. Wir müssen drei Runden fahren. Also dreimal um diese Mitte. Dieses Ding in der Mitte, das nennt sich die Spina. Hier sehen wir drei goldene Delfine und für jede absolvierte Runde fällt ein Delfin runter. Da kann man immer sehen, wie viele Runden man noch fahren muss. Das gleiche gilt für die drei Bälle hier. Für jede halbe Runde, die gefahren wurde, fällt ein Ball runter. Und hier sehen wir auch die Platzierungen anhand der Farben. Die Zuschauer sind auch schon im Stadion. Teilweise ist das Stadion sogar überdacht. Hier ist es komplett überdacht. Hier sind wahrscheinlich dann auch die VIPs, die oben in der... Ja, immer VIP-Lounge sitzen und dort teuren Wein aus Athen trinken. Ich weiß es nicht. Aber jetzt starten wir mal rein. Ich zoome wieder rein auf unseren Fahrer. Wir können auch über unseren Fahrer drüber gehen mit der Maus. Wir spielen diesmal den Fahrer Amosesan. Amosesan. Das ist irgendwie bayerisch an. Und grün bedeutet immer gut. Das wird sich im Rennen ändern. Je häufiger wir unsere Pferde zum Beispiel schlagen mit der Peitsche, umso mehr Kraft verlieren die, umso schneller laufen sie natürlich auch. Aber da muss man ein bisschen haushalten. Unser Wagen ist auch noch in gutem Zustand, aber je häufiger uns die Gegner entgegenkommen und uns anbumsen, ja, umso größer ist die Chance, dass wir Halt verlieren, dass wir runterfallen vom Wagen, dass der Wagen zerstört wird, dass wir Pferde verlieren. Und in so einem richtig chaotischen Rennen, und das sind ja meistens fast alle Rennen hier in dem Spiel, liegen nachher kaputte Wagen, tote Fahrer, tote Pferde auf dem Feld. Also schrecklich muss das damals gewesen sein. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mal rein
wir rippen die Horses. Und da geht das Rennen los. Alle versuchen natürlich jetzt so gut wie möglich sich hier zu platzieren, um in die erste Runde reinzufahren. Das Publikum ist auch da und jubelt. Wir rippen unser Horse weiter. Ja, die anderen Horses scheinen doch schneller zu sein. Da verlieren wir schon fast ein bisschen den Anschluss. Das ist nicht gut. Egal. Shaken wir mal die Zügel. An den Zügeln rütteln, schütteln, um in der Geschwindigkeit da dran zu bleiben. Und die grüne Linie besagt ja übrigens das, was wir in der nächsten Zeit bei der verbleibenden Geschwindigkeit fahren würden. Also, wenn wir jetzt die Geschwindigkeit beibehalten, fahren wir bis zum nächsten Zug, bis ans Ende des grünen Streifens. Wir haben jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten, die wir austeilen können. Wir können erst einmal sagen, fahr ganz normal weiter, fahr ruhig weiter, sei bedacht darauf, die Stabilität nicht zu verlieren. Dann können wir ihnen sagen, pass auf vor den Aggressionen der anderen Fahrer, pass nach links und rechts auf, bremse, das kennen wir schon, die Zügel anziehen oder die Peitsche benutzen. Wir haben im Moment die vollste Geschwindigkeit, deswegen brauchen wir die Peitsche jetzt im Moment nicht benutzen. Wir könnten einmal die Spur wechseln, zwei Spuren wechseln, drei Spuren wechseln oder wir könnten nach links austeilen mit unserer Peitsche, wenn wir jetzt jemanden neben uns hätten. Oder wir könnten sogar versuchen, mit unserem Wagen nach links auszubrechen, beziehungsweise in die gegnerischen Wagen reinzufahren oder halt auch in die gegnerischen Pferde reinzufahren. Nicht ganz fair, nicht ganz fein, aber damals war das erlaubt. Ich würde sagen, wir behalten jetzt erstmal die Geschwindigkeit bei. Oh, er kommt rüber und bremst uns somit aus. Das ist immer eine gute Art und Weise, den Gegner auszubremsen und dabei die gegnerischen Pferde zu verletzen. In unserem Fall wäre das jetzt unsere Pferde. Ja, da wir auf der Außenbahn sind, können wir schön unsere Geschwindigkeit beibehalten. Wenn man innen ist mit dieser Geschwindigkeit, dann ist das keine gute Idee. Innen hat man dann zwar nicht mehr so weit bis zum Ziel, das ist klar, aber da muss man dann auch langsamer unterwegs sein. Ganz einfache Physik. Wir behalten die Geschwindigkeit dabei, shaken weiter die Reins. Die beiden hier bumsen sich schon. Sollen die sich mal bekriegen, das ist mir egal. Und er hier ist jetzt auch schon angeschlagen. Der Ibana, den geht es jetzt gar nicht mehr gut. Der ist im Moment gestunt, leicht ohnmächtig, leicht benommen. Und sein Pferd hier oben, das sehen wir schon. Kann ich noch ein bisschen reinzoomen? Nein, kann ich leider nicht. Hat hier noch einen roten Balken. Dem Pferd geht es gar nicht mehr so gut. Was machen wir jetzt? Wir hängen jetzt hinter ihm fest. Ich würde sagen, wir sind mal darauf bedacht, die Stabilität zu behalten. Da ist schon das erste tote Pferd. Super, also der Kerl hier vorne, der Nebe Max, der ist schlimm drauf. Der ist ganz übel drauf. Und der blockiert uns jetzt hier. Das ist jetzt gar nicht so gut. Ich würde sagen, nee, wir behalten die Geschwindigkeit dabei, weil da schon wieder die nächste Kurve kommt. Wir müssen dann einfach mal gucken. Ja, jetzt kommen wir an ihm vorbei. Das ist gut. Dann können wir ihn nachher überholen und können seine Spur einnehmen. Dass wir dann mal irgendwann wieder an die Leute vorne rankommen. Oh, er hat jetzt komplett seinen Wagen verloren. Dem wurde auch übel mitgespielt. Das muss man mal sagen. Jetzt wird er natürlich hinterhergezogen. Damals im Rom oder in antiken Griechenland war es so, da hatten sie die Zügel nicht in der Hand. Die hatten sie fest um den Oberarm geschlungen, beziehungsweise den Unterarm geschlungen, damit sie einen besseren Halt hatten. Dementsprechend, wenn dann der Wagen kaputt ging, wurden die Fahrer tatsächlich hinterhergezogen. Und jeder Fahrer hatte auch ein Messer an Bord, um die Zügel abzuschneiden. Jetzt ist er im Moment hier hinten ohnmächtig, kann das eh nicht beeinflussen. Aber wenn er wieder aufwacht, dann wird er sich wohl losschneiden. Denn es kann auch passieren, dass wenn er dann nach außen rennt, also er kann sich losschneiden und nach außen rennen, dass er von gegnerischen Wagen überfahren wird. Dann ist er tot. Jetzt im Single Race ist das kein Problem. Aber in der Kampagne ist das wirklich ein Problem, wenn man da die Fahrer verliert. Denn die Fahrer werden mit der Zeit besser. Je häufiger die Rennen fahren, je häufiger die Rennen gewinnen, umso besser werden die. Und dann ist es echt ärgerlich, wenn man einen von diesen Fahrern verliert. Sagen wir mal zurück. Gucken uns an, wo wir im Moment sind. Ja, wir sind natürlich jetzt im Prinzip Vorletzter. Die ersten beiden sind hier vorne. Und ich werde mal versuchen, eine Linie nach innen zu gehen. Um so ein bisschen von dieser äußeren Linie wegzukommen. Ihn kommen wir jetzt auch näher ran, an den Nestefnut. Nestefnut. Lustiger Name. Und dann könnten wir jetzt mal nach außen was austeilen. Ich probiere das einfach mal. Mit unserer Peitsche nach links zu schlagen. Der bumst uns an, vorsichtig. Bei unserem Wagen ist soweit nicht viel passiert. Und an einem Pferd hier rechts außen geht es nicht gut. Jetzt sind wir ein bisschen schnell in die Kurve reingefahren. Das haben wir gerade gesehen, dass unser Reifen, unser Rad hier leicht Schaden genommen hat. Und wir sehen auch, dass wir die Kurve, die wir jetzt gerade hier durchfahren, nicht in grün angezeigt wird, sondern in diesem komischen, ja, was ist das, orange?
grün-orange. Das heißt, dass wir leicht zu schnell sind für diese Strecke. Aber kein Problem, wir halten die Geschwindigkeit bei. Ich sage ihm, Stabilität beibehalten. Wir sind schneller als er. Oh, jetzt haben wir echt ein Problem, dass da ein totes Pferd liegt. Da sollte man eigentlich nicht drüber reiten. Oh. Ja, das hat jetzt unseren Wagen so erschüttert, dass unser Fahrer jetzt ohnmächtig ist, beziehungsweise gestunt ist. Solange der jetzt gestunt ist, können wir keine Befehle austragen. Und hier fahren wir jetzt über einen kompletten Wagen mit einem toten Pferd. Das ist nicht gut. Ich kann nicht nach innen ausweichen, da ist er mir im Weg, also muss ich nach außen ausweichen. Gut, dass unser Fahrer wieder zu Bewusstsein gekommen ist im richtigen Moment. Aber wie gesagt, ihr seht schon, was jetzt hier rumliegt. Tote Pferde, kaputte Wagen. Da sollte man nicht drüber reiten. Hier hat es den nächsten Wagen erwischt. Das ist doch der, mit dem wir uns gerade so in den Haar hatten, ne? Oder war der das nicht? Blödmann. Wir behalten die Stabilität bei. Und habt das gesehen? Der ist weggerannt. Der hat es geschafft zu den Tribünen. Feigling. Aber immerhin ein lebender Feigling. So, ich glaube, eine Runde ist es noch, oder? Ja, genau. Bis da oben hin. Hier rennen Pferde herrenlos her. Da oben, das ist der Führende. Wir sind im Prinzip im Moment letzter von allen übrig gebliebenen. Wir behalten die Geschwindigkeit bei. Wir befinden uns ja wieder auf der Außenfahrbahn, wo ich eigentlich nicht sein wollte. Unserem Pferd rechts außen geht es nicht gut. Darunter leidet dann natürlich unsere komplette Endgeschwindigkeit. Aber nun gut, das behalten wir jetzt bei. Viel mehr als diesen Platz werden wir wohl nicht erreichen können. Ja, dafür sind wir einfach zu langsam unterwegs aufgrund des kaputten Pferdes rechts außen, möchte ich mal sagen. Oh, da hat schon der Nächste die Kontrolle verloren. Und wir werden jetzt mal zweimal nach innen ziehen, in der Hoffnung, dass das, obwohl wir nach links fahren und jetzt nach links ausweichen, dass wir nicht die Kontrolle verlieren. Denn es ist besser, einmal so einen Ausweichversuch zu machen, als dort über ein totes Pferd oder einen kaputten Wagen zu fahren. Ja, das war keine gute Idee. Wir haben ein Pferd verloren. Das war sowieso das halbtote Pferd. Das hat diese Kurve, diese Linkskurve und dann nach innen ziehen, leider nicht mehr mitgemacht. Schade. Dadurch sind wir natürlich jetzt erst recht nicht mehr so schnell, wie wir sein konnten. Aber da vorne ist ja auch das Ziel, von daher passiert da nicht mehr viel. Wir sind, glaube ich, wo sind wir denn? Zweiter? Ne, Vierter sind wir. Egal, behalten wir das bei. Einfach nur ins Ziel kommen. Was für ein chaotisches Rennen. Um Himmels Willen. Aber so geht das halt los. Und da muss man dann höllisch aufpassen, dass man weder Pferde noch Wagen verliert, weil die muss man nämlich neu kaufen. Oder auch, wie gesagt, die Fahrer verliert, die Reiter, die Aurigas. Die kosten dann ja richtig Kohle. Wir sind gefinished und hier sehen wir es. Römisch erstens. Penamun war verletzt, aber hat gewonnen. Nebemask ist Zweiter geworden. Yara Dritter und wir sind Vierter geworden. Das ist nicht so übel. Naja. Ich habe auch schon Rennen gewonnen, ganz ehrlich. Begeben wir uns ins Main-Menü und ich würde sagen, den Anfang der Kampagne können wir uns in dieser Episode noch ansehen. In der nächsten Episode starten wir dann voll durch in unserer Kampagne. So, was mache ich denn hier unten? Wir machen mal eine neue Kampagne, genau. New Campaign. Mit den Standards, genau. Jetzt macht er wieder Continue. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Dann Delete Campaign, genau. Start Campaign, richtig. Wichtig ist natürlich auch die Fraktionen, die man auswählt. Das kommt dann immer auf die Vorlieben an. Wie gesagt, ich nehme gerne die Händler, weil sie halt ein bisschen mehr Geld haben und sich bessere Pferde leisten können und auch bessere Wagen. Aber andere Parteien haben natürlich auch Vorteile. Was haben wir hier? Hier haben wir die römische Armee, die gut trainierte Fahrer haben und starke Pferde. Die Albata, das sind Priester, die haben starke Männer und feine Pferde. Hier haben wir die, die Adeligen. Die können sich schnelle Pferde leisten. Und schöne Wagen. Was haben wir hier? Only the toughest manage to compete for the commoners. Große Wagen und große Pferde. Und die Purpura haben wir dann noch. Das sind die Politiker. Große, mit viel Gold behangene Wagen. Das sagt mir gar nicht zu. Ich würde sagen, auch wenn Blau nicht so beliebt ist auf meinem Kanal, wir nehmen einfach mal die Blauen hier, weil sie sich schnell Pferde leisten können und schöne Wagen. Spielen wir halt mit den Adeligen. Das macht ja nichts. Die ersten drei Fahrer könnten wir jetzt benennen, das lasse ich einfach mal weg. Einen Teamnamen müssen wir eingeben. Ich nenne mein Team immer die Standards. Also wenn das nicht mal einfallsreich ist von mir, dann weiß ich es auch nicht. Das war's. Die Namen, wie gesagt, könnte man eintragen. Ich lasse mal frei. Dann gibt es Zufallsnamen, wie dort auch steht. Und dann können wir uns jetzt noch die Stadt aussuchen. Die Startstadt. Das ist die Spielwelt, so wie wir sie kennen. Natürlich Italien. Wir könnten anfangen in Siena. K
Kategorie 1. Da hätten wir den Bonus Livestock und dass wir Pferde, die wir zum Tierarzt schicken müssen nach dem Rennen, nur die Hälfte kosten. Beziehungsweise der Tierarzt kostet nur die Hälfte. Gucken wir mal in Gallien, wo wir da anfangen können. In Santonum. In Santonum hat eine Goldmine, da bekommen wir 30% mehr Gewinne. Das hört sich gar nicht so schlecht an. 30% höhere Gewinne. In Hispania könnten wir anfangen, in Mirobriga. Dort hätten wir ebenfalls den halben Preis auf Tierarztkosten. In Afrika steht uns Tuga zur Verfügung. Und ihr seht schon die ganzen Strecken, die man noch freischalten kann, freischalten muss. Dafür braucht man aber Fame. Fame bekommt man, indem man natürlich Rennen gewinnt und an Rennen teilnimmt. In Tuga könnten wir anfangen und hätten dort 25% günstigere Wagen. Gucken wir mal in Ägyptus. Dort könnten wir in Cyrene anfangen. Jetzt wissen wir auch, wo Cyrene liegt. In Ägypten. Oder in, was ist das, Libyen? Im heutigen Libyen? Ich weiß nicht so genau. Herbalism. Hier hätten wir also Kräuter und die Behandlung unserer verletzten Fahrer wird dort nur die Hälfte kosten. Gehen wir mal rüber nach Syrien. Hier hätten wir Caesarea Islands und Caesarea Coastal. Da könnten wir umsonst zwischen den beiden Strecken hin und her reisen. Weil das Reisen in verschiedene Städte und zu anderen Strecken kostet dann natürlich dementsprechend auch Geld. Schauen wir noch kurz nach Mazedonien und hier in Griechenland könnten wir in Nikopolis anfangen. Hätten wir auch den halben Preis auf medizinischen Service. Ich würde sagen, Gallien sagt mir gut zu. Wir werden als unseren Stützpunkt Santonum auswählen. Wie gesagt, dort bekommen wir 30% höhere Einnahmen auf Gewinne. Hier haben wir dann auch noch die Geschichte zu dieser Stadt und dass es von Barbaren erobert wurde und wieder zurückerobert wurde. Aber Rom hat diese Stadt halt nie ganz aufgegeben. Halt, weil dort große Gold- und Silbervorkommen in der Stadt sind, die uns natürlich entgegenkommen mit 30% mehr Einnahmen. Hier sehen wir es auch, das nächste Rennen wäre um 3119 Denarius für den Sieger und dementsprechend für den zweiten, dritten und so weiter und so fort weniger. Hier sehen wir die Local City Leaders, also welche Fahrer hier in der Stadt richtig berühmt sind, da sind unsere Fahrer noch nicht bei. Local Fame, wir sind vollkommen unbekannt, genauso wie Global Fame, in der Welt kennt uns kein Mensch. Wir sind noch kein Rennen gefahren, das kommt dann also alles hierin in die Statistik und die bekanntesten Fahrer weltweit sind die gleichen Fahrer wie auch hier in der Stadt. Warum denn so ist, weiß ich nicht so genau. Wir sehen auch, dieser Xenorix gehört zum Beispiel zu den Albata und dieser Casurius, der gehört ebenfalls zu den Veneta. Zu dieser Fraktion gehören wir ja auch. Gut, würde ich sagen, danke fürs Zusehen und in der nächsten Episode schauen wir uns dann die Kampagne etwas genauer an und werden dann durchstarten und das größte Rennteam aller Zeiten werden. Ja, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.